Winterzeit ist Off-Season-Zeit, aber nicht im Phantasialand. Denn das Phantasialand lädt auch 2015-2016 bis zum 17. Januar zum Wintertraum ein. Im Wintertraum lockt der Park mit günstigeren Eintritten und das bei vollem Attraktionseinsatz. Nur die Wasserattraktionen River Quest, Wakubato und die Tretboote können nicht genutzt werden. Sonst stehen alle Rides zur Verfügung, selbst Chiapas die Wasserbahn, bei der der Nässegrad reduziert werden kann. Aber nicht nur Black Mamba, die Colorado oder Talukan sowie die zahlreichen Indoor-Attraktionen im Winter sind besonders, sondern auch die Shows, die speziell zur Winterzeit laufen. Von Crazy Christmas über 5 vor Weihnacht bis zum absoluten Highlight Tiempo de Fuego. Wenn wir schon bei Shows sind, sei auch die Abschlussshow am Kaiserplatz erwähnt, samt großem Feuerwerk und das sogar täglich. Die Bühne und Eisfläche von The Magic Rose Spirit of Light ist aber nicht nur für die Show da, sondern auch als bestgetämte Eisfläche überhaupt für die normalen Besucher. Zur Weihnachtszeit und einer Eislaufbahn gehört auch ein Weihnachtsmarkt und auch das bietet das Phantasialand im Winter. Neben den kulinarischen Highlights und den erstklassigen Attraktionen des Parks ist der Hauptgrund für den Wintertraum, den Park im Dunkeln zu erleben. Sobald die Wintersonne untergeht, verwandelt sich das Phantasialand in ein faszinierendes Lichtermeer. Die Musik, das Licht und die Atmosphäre machen einen Tag im Phantasialand zum wahren Wintertraum.